Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist hier in der Büroküche. Heute geht es um Sauerkraut, Rahmgulasch mit Gnocchi. Und ich koche das Ganze hier auf meinem Thermomix. Du kannst natürlich auf deinem heimischen Herd oder auch auf deinem Campingkocher nachkochen. Und falls du zukünftig immer hier mitkochen möchtest, dann trag dich da unter mixkoch.de in unseren E-Mail-Verteiler ein. Und dann sende ich dir pünktlich zum Samstag die Einkaufsliste für die Zutaten der kommenden Woche. So hast du schon alles da und brauchst einfach nur die Videos schauen und hast immer ein leckeres Essen. Ja, bei mir beginnt das Kochen sozusagen immer mit dem Klick auf den Startbutton. Als erstes benötige ich 200 Gramm Zwiebeln, halbiert. Ich hatte mich jetzt selber gewundert, ich habe jetzt hier eine Zwiebel, die wog schon alleine fast 200 Gramm und daher habe ich sie mal geviertelt. So, jetzt kommt der Deckel auf den Mixtopf und diesen verschließe ich noch mit dem Messbecher. Und jetzt wird die Zwiebel auf Stufe 5 für 4 Sekunden zerkleinert. Das sieht jetzt so aus hier bei mir. Und jetzt muss ich natürlich die Zwiebel noch ein bisschen nach unten schieben, weil wir wollen sie dann wieder braten oder dünsten. Und ja, das geht nun mal nur am Boden. Weiter geht's jetzt mit 50 Gramm Schweineschmalz. ...60 Gramm Tomatenmark. Einen Teelöffel Zucker. Dann 10 Gramm Paprika edelsüß. Mal kurz schütteln. Dann kommt noch ein halber Teelöffel Cayennepfeffer hinzu. Und anstelle des Messbechers werde ich jetzt hier meinen Spritzschutz verwenden. Falls du noch einen älteren Thermomix hast, dann den Gareinsatz. Ja, und dann lassen wir das hier mal für 5 Minuten bei 120 Grad vor sich hin dünsten. So, jetzt kommen hinzu. Ei, jetzt sieht schon lecker aus. Ich zeige dir das mal. So. 600 Gramm Schweinegulasch in Würfeln. Dann 500 Gramm Weinsauerkraut. Dann 100 Gramm trockenen Weißwein. ...300 Gramm Wasser. Weiter geht's mit 2 Teelöffel Salz. ...2 Lorbeerblätter. So, und jetzt wird anstelle des Messbechers der Gareinsatz verwendet oder wie in meinem Fall der Spritzschutz. Und nun lassen wir das für 20 Minuten bei 100 Grad kochen. Darauf achten, dass der Linkslauf eingestellt ist,
damit nicht alles zerschnitten wird. So, in der Zwischenzeit, wie es ja vorher schon auf dem Schirm zu lesen war, habe ich die Gnocchi verteilt. Ich habe halbe gemacht, also die Hälfte unten in den Varoma und die Hälfte auf dem Einlegeboden. Damit sollte es mit den Dampfschlitzen auch keine Probleme geben. Ich habe hier übrigens 1200 Gramm verwendet, weil bei mir in der Verkaufsverpackung sozusagen 600 Gramm enthalten waren und ich keine 200 Gramm wegwerfen wollte. Ja, ich denke mal, auch das Gulasch sieht schon gut aus. Das sieht schon richtig lecker aus hier. Ich halte es mal rein, vielleicht kannst du es erkennen. Aber wir machen ja eh noch ein bisschen weiter. Und zwar setze ich jetzt meine Gnocchi oben auf den Mixtopf auf und jetzt werden wir das im Varoma sozusagen schön dampfgaren. Das heißt, ich drücke hier einfach mal auf Weiter, nochmal auf Weiter und dann habe ich wieder 23 Minuten Zeit, hier irgendwas anderes zu machen. Ich finde das persönlich sehr schön. Einfach hier kurz drehen und weiter geht's. So, weiter geht's mit dem Absetzen des Varoma. Und jetzt dicken wir die Soße noch etwas an. Dazu ein Schüsselchen auf den Mixtopfdeckel stellen. Ja, also ich nehme jetzt hier mal meine Tasse. So, gieße dort etwas Sahne hinein. Im Endeffekt brauchen wir 200 Milliliter. Ich nehme mal vor dem Einrühren noch nicht den ganzen oder die ganze Sahne für die Tasse, weil ich brauche jetzt auch noch, hier haben wir die 200 Gramm Sahne und jetzt auch noch 20 Gramm Speisestärke und dann muss ich das ja auch noch verrühren. So, das waren schon 10 Gramm. Na, ein Gramm fehlt noch. So. Jetzt rühre ich die Speisestärke in die Sahne ein. Also das wäre eine Optimierung. Ich würde von den 300 Gramm Wasser, die wir am Anfang abgenommen haben, würde ich oder hineingetan haben, würde ich jetzt 50 Milliliter mal zur Seite stellen und die nachher zum Einrühren tja, von der Speisestärke verwenden, denn hier in Sahne löst sich das nicht wirklich auf. Ich versuche mal jetzt noch durch intensives Rühren die Klümpchen hier ein bisschen zu verringern. Aber ich denke, das geht mit dem Wasser viel, viel besser. So, aber jetzt geht's los. Mal schauen. Ja, naja, mit ein paar kleinen Klümpchen ging's denn. Hier mal noch verrühren. Und dann gieße ich die restliche Sahne noch mit hier hinzu. So, weiter geht's. Das haben wir schon gemacht. Und jetzt wird der Varoma wieder aufgesetzt. Und dann lassen wir das nochmal für 5 Minuten auf Varoma-Stufe köcheln. So, das war's. Gnocchi. Also ich denke, es ist gut zu sehen, aber heiß, na, dass die bereits schön erwärmt wurden. Und ja, unser Gulasch, ich hatte es ja vorhin schon mal gezeigt, sieht jetzt so aus. Ja, und jetzt werde ich noch ein Foto machen und das Ganze dann mal noch hier hinten an das Video anfügen. So dass du dir dann auch nochmal Gedanken machen kannst, oder also nicht Gedanken machen kannst, sodass du auch nochmal siehst, wie das Ganze hier aussieht und du schon mal vielleicht ein bisschen Appetit bekommst. Ja, wenn du zukünftig mitkochen möchtest, dann trag dich doch jetzt unter mixkoch.de in unseren E-Mail-Verteiler ein und dann schicke ich dir immer pünktlich zum Samstag die Einkaufsliste für alle Zutaten für die kommende Woche. Ja, und dann bist du ja einfach mit dabei und kannst mitkochen. Ne? Also, wenn dir das gefällt, würde ich mich freuen, dich da begrüßen zu können und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen und lass es dir schmecken. Bis dahin, mach's gut, ciao.